Meine Damen und Herren, nehmen Sie bitte Platz. Sind Sie alle friedlich? Es wird wieder warm heute. Ich grüße Sie sehr herzlich. Letzten Tag der Plenarwoche. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Es sind noch wenige Tagesordnungspunkte zu behandeln. 13 bis 46, 50 bis 53, 56, 57, 67 bis 71 und 74. Dann ist noch eingegangen und verteilt ein dringlicher Entschließungsantrag von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Landesregierung hat Kurs auf Innovation gesetzt, Drucksache 19/6701. Dringlichkeit wird bejaht. Dann kann dieser Top 77 mit Top 50 zu dem Thema aufgerufen werden, wenn es keine Bedenken mehr gibt. Machen wir so. Dann ist noch verteilt ein dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend hessische CDU behindert erneut Bau bezahlbarer Mietwohnungen. Der Demonstration am Labyrinth ist Wirklichkeitsverweigerung, Drucksache 19/6702. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann wird das Top 78 und könnte mit 68 aufgerufen werden zur Aktuellen Stunde. Machen wir und ohne Aussprache dann abgestimmt werden. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Gesetzeslesungen. Mittagspause eine Stunde. Wir beginnen mit den Aktuellen Stunden. Entschließungsantrag habe ich gesagt, nach Top 69 der Top 56 und nach 68 der Top 78. Nach der Aktuellen Stunde geht es weiter mit dem Tagesordnungspunkt 52. Entschuldigt fehlen heute der Herr Ministerpräsident ab 18 Uhr. Wollen wir sehen, dass wir fertig sind? Ne? Ja, da muss ja nicht. Ja, ja. Also gebt euch mal alle Mühe. Ja, ja, von mir aus sind wir fertig. Dann ist entschuldigt bis 10.30 Uhr die Frau Staatsministerin Puttrich, von 15 Uhr bis 17.30 Uhr der Kultusminister. Und die Frau Abg. Gnadl ist ganztägig entschuldigt. Haben wir sonst noch Entschuldigungen? Irgendwas? Alles klar. Heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung kommt der Untersuchungsausschuss 19.3 im Sitzungsraum 501a zusammen. Jetzt kommen wir kurz zum Fußball. Unsere Land ja, ja, erst einmal langsam. Der Jürgen Oster, der uns hier ja als Bote begleitet, ist gestern Abend verletzt worden und musste heute Morgen sicherheitshalber mal ins Krankenhaus zur Prüfung, Untersuchung. Wir wünschen ihm von dieser Stelle aus alles Gute, dass er bald wieder fit ist. Unsere Landtagself hat in guter Tradition erfolgreich gespielt und 3:1 verloren. Bei der Feuerwehr von Dreieich, Kreis Offenbach, das war eigentlich abzusehen. Die haben allerdings mit jungen Leuten gespielt und bei uns wird es langsam. Also, die werden älter langsam und auch langsamer. Das sieht man ja an vielen. Trotzdem war das ein gutes Spiel, zumindest was mir hier berichtet wird. Der Marc Weinmeister, unser traditioneller Torwart, war kurzfristig bei Krankheit entschuldigt. Deshalb ist es auch bei dem knappen Ergebnis geblieben. Aber auch ihm wünschen wir. Aber er muss sich ja vieles anhören hier, indem er ist ja praktisch. Ich will ihn auch einmal loben. Er ist ja wirklich eigentlich der Toni Turek von Nordhessen, den wir hier haben in unserer Mannschaft. Wir sollten auch einmal loben. Er muss sich schon so viel Schlimmes hier anhören, von mir nicht, aber von anderen. Er muss sich schon so viel Schlimmes anhören. Und wir wünschen ihm auch in der neuen Legislaturperiode, dass er irgendwann einmal zur Form findet. Und das werden wir erleben. Es gab Schmunzeln auf der Regierungsbank, kann man festhalten im Protokoll. Es gab dann eine Spende an das Haus Dietrichroth. In Dreieich waren viele Zuschauer da. Es gibt noch ein Spiel in dieser Legislaturperiode. Das ist am 12. September in Hohenstein-Breithardt. Und da erwarten wir etwas von unserer Mannschaft. Nehmt das einmal mit. Auch der Kollege Schmidt soll das einmal mitnehmen, dass er ein bisschen mehr an sich arbeitet. Und wir hoffen dann, dass wir nach diesem letzten Spiel eine gute Bilanz aufmachen können unserer Mannschaft unter unserem Coach Decke. Dann auch danken können für die großartige Präsenz. Also noch einmal herzlichen Dank und dem Jürgen Oster alles Gute.